Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine wirklich dramatische Woche liegt hinter Ihnen und uns. Denn auch uns Abgeordnete hier im Bayerischen Landtag trifft der Ausbruch der Corona-Pandemie mit voller Wucht. Im Schnelldurchlauf haben wir den Nachtragshaushalt im Plenum beschlossen und ein bayerisches Seuchengesetz auf den Weg gebracht. Denn es gilt nicht nur, die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen, sondern auch allen zu helfen, die jetzt wirtschaftlich in Not geraten sind. Taxifahrern, Schreinern, Gastronomen, Hoteliers, Fahrschullehrern und Brauereien bedürfen genauso unsere Solidarität und Hilfe wie Großunternehmen. Ihnen hilft Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag mit einem 10 Milliarden Euro Rettungsschirm. Das gibt es sonst nirgends in Deutschland. Wir in der Bayern-Koalition stehen dazu, dass niemand in dieser schweren Zeit alleingelassen wird. Falls Sie in Not geraten sind, klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video. Dort wird jedem Unternehmer sofort unbürokratisch geholfen. Lassen Sie uns die nächsten Tage und Wochen bitte sinnvoll nutzen. Hierzu meine dringende Bitte: Schützen Sie unsere Liebsten, unsere Eltern und Großeltern, gesundheitlich angeschlagene und pflegebedürftige Menschen. Das fällt nicht leicht und geht doch ganz einfach. Reduzieren Sie Ihre Sozialkontakte auf ein Minimum. Halten Sie wenigstens 2 Meter Abstand zueinander. Bleiben Sie zu Hause, wo immer dies möglich ist. Und verbreiten Sie keine Verschwörungstheorien in sozialen Medien. Ich danke Ihnen an dieser Stelle allen, die weiterarbeiten, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Der Supermarktkassiererin genauso wie dem Busfahrer, Polizisten, der Ärztin oder dem kleinen Handwerksbetrieb. Sie alle leisten in dieser schweren Zeit Großartiges. Gemeinsam werden wir die Corona-Pandemie bewältigen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Florian Streibel.